Canto Quinto. Ich bin Falco. Mein Vater ist schon immer Milan-Fan. Und ging sogar schon hin, als er noch klein war, im Stadion Colas verkaufte. Ja, wer das machte, der zahlte keinen Eintritt. Auch nach der Verlobung mit meiner Mutter war es seine größte Leidenschaft. Er hat auch heute noch eine Dauerkarte. Als ich 6 Jahre alt war, nahm er mich das erste Mal mit. Aber ich erinnere mich eigentlich nicht an das Spiel. Das, was mich wirklich beeindruckte, war das Spektakel der Fans. Die Fahnen, die Tröten, die Trommeln, das Feuer, die Sprechchöre. Mit 11 oder 12 ging ich allein hin, dann mit Nibio. Damals sagte ich mir, das musst du auch schaffen. Falco, da unten bei den Brigaden zu sein, du Falco. Ja, damals glaubte ich nicht, dass ich es schaffen würde, der zu werden, der ich jetzt bin. Der sogar die Sprechchöre dirigiert. Und so stieg ich Jahr um Jahr, Stufe um Stufe runter. Und an Bedeutung rauf. Bis ich den Ausweis bekam und einer von den rot-schwarzen Brigaden war. Kurze Zeit später geschah es dann auch, dass ich im Stadion all meinen Mut zusammennahm, auf die Absperrung kletterte und einige Sprechchöre anstimmte. Am Ende war ich für alles zuständig. Es gab nichts, das ich nicht wusste. Ich lebte für den Milan. Ich schaffte es gerade so eben, mit der Schule klarzukommen. Ein unglaubliches Leben, das ich heute so nicht mehr führen würde. Meine Mutter sagte immer zu mir, du lebst von Wasser und Milan. Heute mache ich nur noch die Sache mit dem Gesang. Das ist das Wichtigste. Da wirst du respektiert. Mikrofon in der Hand, die Begeisterung am Laufen halten. Forza Milan! Forza Milan! Milan Campione! Milan Campione! Forza Milan e Milan alle! Forza Milan e Milan alle! Auf der Absperrung zu stehen ist total anstrengend. Und manchmal frage ich mich, warum ich das überhaupt mache. Aber wenn ich erstmal da bin, dann scheint es mir, dass ich ein wichtiges Rädchen im Getriebe bin. Wenn ich mich nicht drehe, läuft das Ganze kaum. Und dann sind da noch alle, die mich antreiben. Falco, auf geht's! Mach schon! Rufen die mich. Falco! 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 Da sind 300 Leute, die deinen Namen rufen. Und so gehst du. Und kaum steigst du hoch, geht die Post ab. In Wirklichkeit sind wir der Milan, nicht die Spieler. Wer den Rhythmus des Spiels aufrecht hält, das sind wir. Dieses Lied hat uns in ganz Europa berühmt gemacht, weil wir es gesungen haben, als die Fans vom Liverpool an den Absperrungen in Sheffield zerquetscht wurden. Das ist Samstag passiert. Und wir hatten Sonntag das Pokalspiel gegen Real Madrid. Unvergesslich. Wir bereiteten ein Transparent vor, auf dem stand Sheffield, you'll never walk alone. Es sollte eine Schweigeminute geben und wir waren bereit, das Lied zu singen. Aber stattdessen hat der Schiedsrichter... Ein Schwede. Das Spiel gleich angepfiffen. Die Sache ist schon gelaufen. Dann aber plötzlich... Legt er sich den Ball zwischen die Füße. Die Schweigeminute. Ich bin auf die Absperrung geklettert, ohne Mikro. Und wir haben losgelegt. Ich habe das Video zu Hause. Und ab und zu schaue ich es mir an. Dann kriege ich Gänsehaut. Selbst jetzt im Moment. Wir haben total viele Briefe von englischen Fans bekommen. Ihr seid echte Freunde. Und wir werden unser ganzes Leben lang eure Freunde sein. Amici, per sempre! Eine Gruppe wie unsere ist eine Gruppe, die nie eingeht. Die man aber immer neu aufstacheln muss. Und das ist die Aufgabe von uns Denkern. Picchio. Oder Occhione. Alles Leute, die okay sind, aber keine Denker. Tifosi rossoneri, tifosi milanesi, prendiamoci per mano in questi giorni tristi, di nuovo giù a Marassi, di nuovo al comunale, tifosi rossoneri, finiti all'ospedale, sangue nei populari, sangue giù nei distinti. Canto Sesto. Also, das Transparent von den Furiosi.
Chiolo, der von Inter, hatte erfahren, dass in einer Halle seit 6 Jahren unbeachtet ein Transparent von uns rumlag. Euer Transpi gegen das von den Furiosi. Das kannst du behalten. Damit gebt ihr sowieso ein Scheißbild ab. Das ist keine Kriegstrophäe, sondern was für Bambini. Eine Sache für Scharfschützen. Einige Wochen später, zu Hause, beim Derby im San Siro, holten wir das rot-blaue Transparent raus, auf dem groß drauf steht I Furiosi. Und hängen es mitten in unserer Kurve, verkehrt rum. Das heißt, die Mailänder Arschlöcher sind da. Aber das Transparent haben wir und die Hurensöhne seid ihr. Il Transpi abbiamo noi, bastardi siete voi. Die Polizisten waren auf 180, weil sie glaubten, das Transpi sei im Meer gelandet. Da war vielleicht was los. Es kam sogar abends in den Nachrichten. Wie damals, als wir mit dem Spezialzug nach Bari gefahren sind. Diese Fahrten sind eine einzige Scheiße. Spezialzug heißt Lager. Heißt, du gehst da kaputt? Du kannst da nicht atmen. Da gibt es uns und die Polizisten und sonst niemanden. Steigst ein und sie durchsuchen dich. Sie nehmen dir alles ab. Auch das Wasser. So läuft es und wird immer schlimmer. Dann kommen sie mit den Schlüsseln. Kontrolleure und die Bullen. Und schließen alle Abteile ab. Du kannst nicht entkommen. Manchmal kommst du dann auch noch etliche Stunden vor Spielbeginn am Stadion an. Es passierte schon, dass wir um 9 morgens in Rom ankommen. Und die bringen dich direkt ins Stadion rein. Das Spiel fängt dann aber erst um 15 Uhr an. Du kannst da nicht raus, bis das Spiel rum ist. Von Polizei umzingelt. Die ganze Zeit. Rauch mal ein Joint. Und die bringen dich sofort weg. Du kannst absolut nichts machen. Und da bleibt dir nichts anderes übrig, als alles kaputt zu schlagen. Verdammte Scheiße. Dann schaust du dich an und sagst, hey, wer zwingt uns eigentlich dazu? Aber am nächsten Wochenende machst du systematisch weiter. Es ist eine Herausforderung, auch wenn es scheiße ist. Du riskierst dein Leben. Du riskierst für nichts verhaftet zu werden. Denn die Verhaftungen, die laufen ja nicht wegen der Sachen, die du gemacht hast, sondern die kommen, wie es den Bullen gerade gefällt. Canto Settimo.